Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. So, Larix, wir sind hier stehen geblieben und suchen jetzt eben halt das zum Cutten. Kann sein, dass die Aufnahme ein bisschen kaputt ist oder rumspinnt oder wie auch immer, da ich ja auf einer externen Festplatte aufnehme, dadurch, dass mein Laptop einfach die 1,5 Terabyte mit YouTube voll sind in 3 Jahren, ist irgendwie logisch. Meine Festplatte, die ich vom Kumpel ausgeliehen bekommen habe, hat leider nur USB 2.0 und dadurch spackt manchmal die Aufnahme rum und stürzt manchmal die Elgato ab. Tschüss, Kumpel. Wir haben keine Munition mehr. Klasse. Tja. Am Arsch, sag ich mal. Naja, auf jeden Fall kann es sein, dass eben halt ein paar Bildprobleme. Es ist schon öfter passiert, dass irgendwelche Bildprobleme da waren oder die Audio gefehlt hat oder irgendwelches anderes Gedönsel. Was ein bisschen blöd ist, aber naja, die nächste Anschaffung ist auf jeden Fall eine Festplatte. Naja. Kann man jetzt leider nicht ändern. Außer ihr spendet natürlich, das ist immer noch da. Unten in der Videobeschreibung, die auch komplett neu und überarbeitet ist, hier haben wir die Knochensäge. Die komplett überarbeitet ist, also guckt euch die echt mal an, die hat, keine Ahnung, ich glaube 2 Stunden oder 3 Stunden habe ich darum gewerkelt, um die so hinzubekommen, wie sie ist. Hab mir sehr, sehr viel Mühe dafür gegeben und der erste Link oben ist der unter den nekromorphtastischen Defend-Infos der Button, beziehungsweise der Link zu den Donate-Button, oder zu der Donate-Seite, wo man mich unterstützen kann. Also, keine Ahnung, auch wenn es 1 Euro ist. Erstens werden überall alle erwähnt. Zweitens, in der Kanalbeschreibung ist das immer zu sehen, wie der aktuelle Kontostand ist. Wie wähle ich den aus? Kann ich den einfach so auswählen? Nee. Was? Oh. Okay. Auch geil. Achso, wir brauchen nur die Hand. Ja gut, stimmt. Hat er ja gesagt, dass wir für... Gut, ich dachte eigentlich, wir brauchen eine Exit-Card. Können wir jetzt die Hand in der Hand halten? Tolles Wortspiel. Können wir nicht, gut. Die labert uns immer ein bisschen voll mit irgendwelchen Zeugs. Ich glaube, das war da vorne, ne? Wo wir rein konnten mit den Exit-Zeugs. Ja, gut. Speichert gerade. Naja, auf jeden Fall habe ich den Faden verloren, was ich gerade gelabert habe. Was? Hä, ich habe doch gerade einen gefunden. Ist das nicht die Hand, die ich dafür brauche? Nicht? Brauche ich doch nicht die Hand dafür? Brauche ich doch eine Karte dafür? Toll. Ich dachte, es ist jetzt die Hand, die wir dafür gebraucht haben. Na gut, dann eben halt nicht. Dann brauchen wir wirklich doch eine Exit-Card dafür. Wie ich es mir schon dachte. Hab ich schon gedacht, hä? Für was brauchen wir jetzt auf einmal eine Hand zur Exit-Karte? Hä? Check ich nicht. Naja, auf jeden Fall, es ist jetzt 0:03, yay, es ist Sonntag, beziehungsweise jetzt ist nicht mehr Sonntag, jetzt ist Montag. In 6 Stunden muss ich schon wieder aufstehen und arbeiten, beziehungsweise mich fertig machen und dann zur Arbeit fahren. Yay, ich freue mich jetzt schon gar nicht. Und dann da 9 Stunden, scheiße, da 9 Stunden rum sitzen und Kiosk machen und arbeiten. Oh, ich habe keinen Bock, ich würde lieber YouTube machen, aber es geht natürlich nicht, da ich nicht von YouTube leben kann. Das ist immer so ein kleiner, ich verdiene bei den 20.000 Klicks pro Monat gerade mal Taschengeld. Also ich bin ja bei Mediakraft, ne? Und ich darf, allgemein darf man nicht bei YouTube darüber reden. Brauchen wir die dafür? Nee, ist ja auch die Lautprogramm rein. Allgemein darf man nicht drüber reden, wie viel man bei YouTube verdient, auch wenn es jetzt nicht unbedingt viel ist. Aber es ist immerhin was und man darf wirklich nicht darüber reden. Ich darf, glaube ich, nicht mal darüber reden, dass ich gerade darüber rede. Oder sowas in der Art. Naja. Ist ja auch jetzt vollkommen egal. Ich will jetzt hier runter crouchen und da lang.
Alter, was ist das, wirklich wie Dead Space hier, wie so, wo die Ishimura gelandet ist und dann hier so ein Abbauschiff ist, beziehungsweise der Ring ist immer ein bisschen strange, wo dann die Station ist. Wer von euch die verfilmten Filme, die Dead Space Downfall oder Dead Space Aftermatch gesehen hat, der weiß, was ich meine. Die Station sieht genauso aus wie aus den Filmen. Weil von Dead Space gibt es ja zwei Filme, die halt natürlich hier logischerweise als mega fett da Dead Space. Ich bin zu fett, um hier durchzukommen. Willst du mich verarschen? Ich bin überall zu fett, um durchzukommen. Jetzt mal ehrlich. Bei Minecraft durch die Türen komme ich nicht durch, weil ich zu fett bin. Und jetzt hier. Kacke. Ich will crouchen. Hallo? Achso, ich crouche schon. Ja, gut. Wo ist denn der komische Typ? Schön, dass er auf uns einfach mal schießt und uns sofort sieht. Das ist voll beschissen gemacht. Mann, ey. Ist der Wichser weg? Wir sind gleich tot. Wir sind jetzt gleich tot. Wir sind tot. Toll. Geiler Scheiß, ey. Wie soll ich denn da langkommen, weil ich da zu fett bin, um da durchzukommen? Sonst hätte ich ja den Weg genommen. Aber es geht natürlich nicht, weil ich zu fett bin. Toll. Wie soll ich denn an diesen komischen Ficky-Typi da langkommen? Haben wir noch die Hand? Ja, wir haben noch die Hand. Super. So, jetzt darf ich den ganzen Weg nochmal zurückgehen. Oder wie ich, das ist doch euer Ernst, Leute. Warum wird mir sowas alles angetan? Toll, jetzt kommt der Typ hier lang. War ja so klar. Er entdeckt uns wahrscheinlich sofort, wenn wir hier sitzen. Richtig? Nö, gut, der läuft da lang. Da kann er auch gerne mal lang laufen. Wir haben natürlich keine Munition mehr, weil Herr Dief natürlich wieder mal so schlau war und dann auch die Munition dafür gebrasselt hat, um die Gegner so zu töten. Oh oh. Kommt jetzt hierher. Ui, Gott, ich hasse dich. Ich hasse dich, wo ist der erste Typ? Ist doch kacke. Wie gesagt, ich drehe ja immer die Spiele auf dem Mischpult immer lauter, als sie normalerweise wären. Dadurch rede ich wahrscheinlich auch ein bisschen lauter als normalerweise. Normalerweise würde ich wahrscheinlich leiser reden, als so wie ich jetzt bin. Gut, in der Nachbearbeitung bearbeite ich dann immer noch die Audio ziemlich doll nach und alles drum und dran. Dadurch kostet es natürlich immer eine Menge Zeit. Aber normalerweise würde ich lauter reden, es ist nur 0 Uhr und eigentlich müsste ich schlafen und eigentlich morgen arbeiten und ich habe keinen Bock. Aber was soll ich machen? Gut, der ist da weg. Was soll ich machen? Gut, hier will ich lieber nicht nochmal lang. Warum hat er uns sofort gesehen? Das ist doch voll unfair. Warum sieht er uns sofort? Das ist doof. Läuft er hier lang? Kann ja auch nirgendwo anders lang, wa? Hier kommt. Doch, hier kann ich lang. Ich muss wieder lang. Ich sehe schon kommen, wir laufen jetzt da lang. Scheiße. Ja, bitte. Das ist doch kacke. KG. Ach, Mann, ey. I hate it. Der ist so böse zu mir, der Typ. Ich geh mal hier lang. Wir haben natürlich keine Munition mehr, um hier die Lichter auszuschalten. Ist ja klar, die habe ich natürlich schon verbraucht, weil ich doof bin. Jetzt läuft er da lang. Ich hasse es. Da kommen wir immer noch nicht lang, da wir immer noch zu fett sind. Wir müssen irgendwie dahin kommen, aber dazu müssen wir ihn ausschalten. Und dazu bräuchten wir Munition, die wir natürlich nicht haben. Ach Gott. Willst du mich verarschen? Wie hast du mich hier gesehen?
Wie konnte mich... Hä? Okay, Leute, ganz ernsthaft. Ich bin geschlichen. Ich bin gecrouched. Ja, ich bin auf jeden Fall gecrouched. Wie konnte er mich dann bitteschön da sehen? Das ist mir unlogisch. Das ist mir sehr unlogisch hier. Das Crouchen, da bin ich doch gerade ganz gelaufen. Das ist doch echt ein... So, jetzt rennen wir natürlich, weil ich hier lang rennen will. Ziemlich gehabt, der jetzt kommt. Dann rennen wir hier wieder lang. Ach, Mann. Rennen wir hier wieder lang? Guten Tag. Und dann crouchen wir ab hier wieder, wie vorhin. Weil wir crouchen. Und wie konnte er uns dann bitte sofort da sehen? Das ist mir sehr unlogisch. Sehr unlogisch. Lalalala, wir laufen mal schnell lang, bevor der wiederkommt. Ich hoffe, der kommt nicht wieder. Oder ich hoffe, der läuft nicht bis hier hinten hin. Wir haben keine Munition mehr, um die Lichter zu zerstören. Können wir die so zerstören? Nö, natürlich nicht. Warum auch? Ich finde es so, als wenn wir es bräuchten. Hallo, ist da wer? Komm hier nur hin, um Munition zu suchen. Also es wäre nett, wenn hier keiner wäre. Ich habe keine Ahnung, ob da jemand ist. Tolle Sache. Die können natürlich unsere Schritte hören. Warum leuchtet hier alles zur Hölle? Was bringt mir das denn? Dead Logic, bitte. Gut, wir könnten das jetzt hier zumachen. Dann kommt der komische Typ hier nicht mehr lang. Aber wir müssen ja erstens irgendwie in den... Das sind zwei Räume. Toll. Wo ist denn der Typ überhaupt? Läuft der da? Keine Ahnung. Wir sind jetzt wieder hier am Anfang. Geil. Na gut, dann wären wir eben halt nur hier lang gelaufen. Auch gut zu wissen. Ja, ich muss ja irgendwie an... Hey, Kumpel, wir kennen dich doch irgendwoher. Kommt jetzt hierher. Ich hoffe nicht. Was steht da? Brauche eine Exit-Karte dafür. Na klar. Wo sollen wir die herholen? Keine Ahnung. Ey, das ist doch nicht euer Ernst. Wir haben doch eine Hand. Warum können wir nicht dafür nutzen? Das ist doch unfair. Und alles glänzt hier, ey. Als wenn wir es mitnehmen könnten. Voll das Verarscherspiel. Mann, ey. So, hier ist safe da auf jeden Fall. Das ist schön. Dass er da mal safen tut. Nee, auf jeden Fall habe ich ja gesagt, dass ich den Sound am Mischpult höher drehe als normalerweise. Und dadurch ein wenig lauter rede als normalerweise. Ich höre mich ja durch das Mikrofon auch noch selber. Dadurch höre ich mich ja natürlich dann auch noch ein bisschen lauter selber. Und wenn ich dagegen komme, hier so, das höre ich dann auch. Also, wenn ich mich immer entschuldige, dann wisst ihr warum. Was laber ich eigentlich immer für einen Scheiß? Keine Ahnung. Es ist wie gesagt 0.13 Uhr. Es ist jetzt, yay, gleich 0.14 Uhr. Der 29.06. Also, wie gesagt, der Montag. Und ich komme hier nirgendwo lang. Was ist denn hier los? Der Ring macht es doch leichter. Ich sehe nämlich gar nichts. Ich glaube, das Spiel ist immer noch zu dunkel für meinen Monitor, weil wenn ich hier reingucke, wenn ich hier so lang gucke, ich sehe gar nichts mehr außer den Regen. Ach, Leute, ich finde hier keinen... Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich weiß es nicht. Wie lange nehmen wir auf? Ey, es sind 14 Minuten. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es... Sag mal, hier komme ich daher. Ach nö, ne? Hier komme ich doch her. Oh nein. Warum? Warum habe ich das verdient? Nee, nicht mit. Egal, ihr merkt, ich rede jetzt schon wieder Scheiße. Ach Gott, Mann. Ja, saving dir den Arsch, Mann. Wir müssen da irgendwie hinkommen. Aber es geht natürlich nicht. Da der Typ immer wieder kommt. Wir haben natürlich keine Munition mehr, um den Typen da wegzu... Den... Typen...
wegzubekommen, der jetzt nicht da ist. Geil. Gut, kann uns eigentlich relativ egal sein, ob der jetzt hier ist. Gibt es uns was? Nö, denn natürlich nicht. Warum auch? Können wir die Hand da nutzen? Ja, ich würde die ja gern scannen. Warum geht denn das nicht? Ja, wir brauchen eine Karte. Wo kriege ich denn die Karte bin ich schon her? Ich meine, Leute, wir haben jetzt schon alles abgesucht hier. Wo ist diese Kackkarte? Mal ernsthaft. Ich verstehe es nicht. Na, auf jeden Fall habe ich das, wie gesagt, lauter gedreht und dadurch erschrecke ich mich natürlich, wenn da auf einmal so ein Typ ankommt, einfach so und uns einfach entdeckt hat und uns dann anschießt und das Schießen so laut ist. Das... Och man, Leute, wo müssen wir denn hier hin? Jetzt mal ganz ernsthaft. Ich irre hier rum. Finde nichts. Und das Einzige, was wir haben, ist die Hand. Aber die können wir nirgends benutzen. Können wir eigentlich hier mit 1, 2, 3... Ja, gut, da können wir auch sowas anmachen. Ja, was bringt uns denn das jetzt hier? Wir haben den jetzt zerteilt. Die Hand ist ja schon wieder nachgewachsen. Was ist denn das? Hallo? Hä? Zwei Hände. An engine, we use for to scan doors and. Das gleiche. Nee. Doch. Hä? Was für ein Fail, Alter. Manu! Was ist denn das? Wo können wir denn hier hin? Ach man, oh. Ich hasse sowas, wenn das Spiel nicht weitergeht. Ich meine, wir haben jetzt schon die Hand. Wir konnten jetzt nichts für den Scan benutzen. Und können hier nichts aufnehmen. Was soll ich dann hier für Ultra Helden noch machen? Wir sind sowieso wieder gleich tot, weil der Typ gleich wieder kommt. Beziehungsweise ich ihn wahrscheinlich in die Arme renne. Hier waren wir doch auch schon, oder? Ach, Leute, könnt ihr mir nicht irgendwie helfen? Mann, ey. Der Typ, der ist da. Hallo. Bam, bam. Die Musik ist echt nice. Bam. Ja, wie soll ich denn da? Nein, lass mich in Ruhe. Gut, Leute, das finden wir dann im nächsten Part raus. Ich nehme jetzt nur noch einen Part aus, also den vierten Part. Und wir sehen uns dann wieder. Bis dann, haut rein. Ciao.